Mal schauen. Satz mehr kostet 100.000, genau. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich allemal. Nur bin ich langsam echt am Verzweifeln. Ich weiß nicht, wo die letzte Kreatur sein soll. Okay. Alter, sieht das mal geil aus, wirklich. Hoppala. Bisschen verzogen. Das nehme ich euch doch schon wieder mit, ne? Was ja so gar nicht geplant war. Passiert nichts, ne? Ich bin nur irgendwie mega langsam hier. Ja gut, ich gehe mal weitersuchen. Irgendwann werde ich schon finden, hoffe ich mal. Ne? Also ich, ja, kann sein, dass ich ab und an mal ein paar interessante Sachen zeige oder sowas. Aber im Allgemeinen werde ich die Suche nach dem letzten Tier für mich fortsetzen und schalte wieder ein, wenn ich es dann gefunden habe. Hoffentlich mal irgendwann. Genau, bis gleich. Okay Leute, hier muss ich tatsächlich nochmal einschalten, weil tatsächlich dieser Punkt unter Wasser ist. Und will ich euch nicht vorenthalten. Sowas finde ich zuhauf. Überall. Ruinen von Zoisaone Uba. Die Oberfläche der Tafel schimmert und erbebt unter dem Schrein eines Volkes, das vor langer Zeit hier gelebt hat. Die Worte sind mir nicht vertraut und doch kann ich in ihrer Wut und Empörung der Gag eine Bedeutung erkennen. Die Vaikin kämpfen leichtsinnig einen endlosen Krieg. Wieder und wieder schleuderten sie ihre Krieger gegen die eiserne Flut. Die Wächter versenkten das Fleisch der Vaikin. Oder Vaikin? Ich weiß gar nicht. Mit ihren Lasern. Die Vaikin verbrannten ihre Feinde mit gerechtem Feuer. Aus den Schatten sahen die Erstgebrüdeten zu und machten sich bereit für die Abrechnung. Was Thema Vaikin, ne? Kann ich euch sagen? Verlieren. Okay. Da kann ich euch sogar sagen, dass ich Kontakt mit der Vaikin schon hatte. Aber eher ungewollt, denn ich habe einen neuen Spielstand mal angefangen, weil ich wissen wollte, was kommt jetzt. Hundert Wörter gelernt. Okay. Seht ihr, ich bin Profi. Denn ich hatte neu gestartet mit dem Hintergrund. Wow. Ich würde sagen, die Guppies haben irgendwie ein Problem. Sie wollen alle in die eine Richtung. Auf jeden Fall mit dem Hintergrund, dass ja am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr euch noch in den Sinn könnt, ganz am Anfang Atlas gefragt hatte, ob wir Hilfe brauchen. Ich hatte konsequent mit Nein geantwortet. Und ich vermute, dass ich deswegen die Antimaterie nicht gefunden hatte. Jedenfalls hatte ich einen neuen Spielstand angefangen, hatte diesen aber noch gesichert. Ja, es geht ohne Probleme, wer es auch tun möchte, weil er sich unwohl fühlt. Einfach mal die Cloud in Steam für dieses Game abstellen und im App-Ordner, App-Data Roaming, findet ihr Hello Games, geht ihr in den Unterordner, bis ihr zu einer Datei, ich glaube, die heißt ST, und dann kommt ein ganz langer Zahlencode hinter. Das ist euer Safe Game. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Auf jeden Fall, wenn ihr die sicherstellt, diese Datei, und rausnehmt, löscht oder vielleicht wirklich nur sicherstellt, weil ihr zwei Spielstände spielen wollt, ist das absolut kein Problem. Auf jeden Fall hatte ich festgestellt, dass ich das System verlassen kann ohne... Okay, das ist natürlich interessant. Da müssen wir hin. Dass ich das System verlassen kann, ohne dass ich die Antimaterie finde. Insofern glaube ich, dass die Quest einfach weitergeht, sobald ich das Sonnensystem verlasse. Das Schwimmen ist irgendwie ein bisschen anstrengend, muss ich mal sagen.
bist du eigentlich Pflanzenfresser? Okay. Man sagt doch immer, wo Pflanzenfresser sind, gibt es auch Fleischfresser, richtig? Bei meinem Glück werde ich genau den hier treffen. Oha, jetzt hatte ich mich aber schon weit entfernt von der Oberfläche. Ich habe übrigens auch ein Unterwasseratmungsgerät hier gebaut. Ey, komm erstmal hoch. Und ich habe das Gefühl, dass... Du musst tatsächlich schwimmen, ey, das gibt's doch nicht. Ich habe auch das Gefühl, desto länger man sich in einer Region aufhält, desto mehr Viecher spawnen dort. Ich muss unbedingt hoch. Bevor ich da runtergehe, will ich erstmal... Was ist es denn überhaupt? Ach du Scheiße, okay. Nichts weiter, nur ein blöder Speicherpunkt hier, oder was? Bombrickfelder. Alles klar. Dafür bin ich hier rausgeschwommen. Ach Gott. Ich krieg nur eins zu viel. Das ist ein ganz schönes Ende gewesen. Oh, da hinten ist das ganze Aluminium. Ich glaube nicht, dass ich das Tier meiner Begierde hier suchen und finden werde. Ich habe keine Ahnung. Na gut, Leute, wie gesagt, ich mache nochmal wieder an. Ich wollte euch das nur ganz kurz zeigen, dass es hier auch unterirdische Tempel oder was auch immer gibt. Und ja, ich werde dann mal weitersuchen. Irgendwo muss das letzte Tierchen ja sein. Ich habe dann soeben den letzten gefunden. Es ist ein Räuber. Da ist er. Ich habe ihn schon gescannt. Oh. Ich hätte schwören können, dass ich schon an Tausenden von diesen Viechern vorbei bin. Genau das war hier. Unberechenbar Insektenfresser. Habe ich wirklich den letzten? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich habe nur ein Weibchen dazu. Was gibt es dazu auch noch? Weil auf der Insel, wo ich vorhin war, wo ich euch mal die Unterwasserwelt gezeigt hatte, ganz am Anfang... Ist mir nämlich so ein Vieh auch schon begegnet, aber da war es grün. Hm, ist ja auch egal. Nun haben wir es. Aber es ist immer noch nicht die Gattung, die ich haben wollte. Es war nur rot, weil es wieder ein Männlein-Weiblein ist. Ja, nur scann mich doch schneller. Oh, okay. Ja, wie man sieht, der ist dicht besiedelt, der Planet, aber... Das ist halt das Kuriose, warum ich die letzte Art nicht finde. Also es kann fast nur sein, dass es irgendwo in der Luft ist, das Wesen, was ich suche. Oder halt Fleischfresser abseits der Wege. So wie der Dobermann auch. Er war nie da, wo andere waren. Immer Einzelgänge, immer allein unterwegs. Ist das fies. Gut, dann gehe ich mal weitersuchen. Ich habe gedacht, ich habe es gefunden, aber nö. Bis gleich. Ich glaube nicht, was ich gerade sehe, Leute. Guckt mal da hinten. Wo sind sie denn jetzt? Oh, wartet mal, hier kommt gerade mein Schiff angeflogen.
Ich habe nämlich gerade Vögel gesehen, da hinten am Horizont. Guck mal da. Ich jag jetzt, ich weiß gar nicht, fast anderthalb Stunden? Ist das nicht das Schiff, was ich haben wollte? Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Ansehen, Freund, Raumschiff. Ja, ich weiß, dass du das loswerden willst. Plätze. Nee, ist immer noch nicht das. Grüße! So, okay. Jetzt aber schnell hinterher. Schnell hinterher. Mal gucken, mit was wir hier zu tun haben. Wo sind sie hin? Oh, fuck. Da. Papageien. Bitte, lass mich nicht so lang zappeln. Irgend sowas habe ich mir schon gedacht. Das Problem ist, kriegt die mal zu fassen. Ich finde Tiere, Flieger. Ich sehe nichts. Was muss ich denn tun? Als wenn die das wissen, ne? Immer schön wegdrehen. Jetzt. Eieiei. Wir haben sie vollständig. Hoppala. Wir haben tatsächlich alle 11 Kreaturen. So, ich werde mich jetzt mit meinem Kopf beraten, wer dann derjenige welche sein wird, der hier auf diesem Planeten Einzug erhält. Ich habe schon eine Idee, welche Kreatur ausschlaggebend sein wird dafür. Nun muss ich den passenden Besitzer dazu finden. Und da muss ich jetzt mal gerade ein bisschen Brainstorming machen. Ich hoffe, in 5 Minuten, naja, ihr werdet es nicht merken, für euch ist nur ein kleiner Schnitt. Also insofern, ich bin gleich wieder da. Mit Name und allen drum und dran, ne? Bis gleich. So, Jungs, ich habe mich entschieden und Mädels natürlich. Ich habe mich entschieden, wie ihr gerade gesehen habt, noch ganz kurz, 30.500 Units habe ich bekommen. Ich habe alles benannt. Na, wer ist es geworden? Na? Hat jemand eine Idee? pass auf, wir machen es gar nicht so spannend. Tatsächlich ist es der Planet Eumel 1973. Ja, wie ihr hier rechts sehen könnt, wir haben ein Rhinoeumel, ein Eumelrind, eine Nasäumelgazelle, ein Pikäumelbulle, eine Eumelfledermaus, eine Rocheumel, ein Gräumel, ein Eumelbeete, ein Eumelru, ein Eumel 1973 und ein Eumelzahn. Wer oder was ist Eumel 1973 geworden? Wartet, ich muss blättern. Leider ziemlich am Ende. Ja, hier. Dieser Hüpfeball ist doch eindeutig ein Eumel, oder? Ich weiß nicht. Also, liebe Eumel, ja, du bist diese hüpfende Erdbeere oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Und da ist dein Eumelinchen. Und, ja. Hier haben wir den Rocheumel, abgeleitet vom Rochen. Das ist ein Eumelrind. Das habe ich, glaube ich, beim Oli auch schon gemacht. Das erinnert mich irgendwie am meisten an Rindviechern. Das ist Eumelrinder. Das ist das Weibliche dazu. Dann haben wir hier die Nasäumelgazelle, weil sie so schön mit der Nase in den Himmel reckt. Da unten dann nochmal. Ich weiß nicht, was Männlein, Weiblein hier ist. Keine Ahnung. Dann haben wir hier das Eumelru und Ruhchen mit Flügel. Da haben wir den Eumelzahn. Ich habe erst gedacht, ihn Guppi zu nennen. Er erinnert mich so wahnsinnig an Guppi, aber egal. Pikäumel kommt von Picasso. Ich kann dieses Lebewesen keinem mir bekannten Tier zuordnen. Vielleicht hättet ihr eine Idee gehabt. Ich selber keine Ahnung. Es ist ein von Picasso ein Pikäumel. Ein Eumelbeter, ziemlich eindeutig, ne? Und hier haben wir den Eumel-Iro. Ich weiß gar nicht, zu wem er gehört, ehrlich gesagt. Irgendwie taucht er hier oben nicht auf. Ich musste mir halt nur was einfallen lassen. Dann haben wir natürlich verschiedene Pflanzenarten. Die habe ich so gelassen, wie sie hießen.
Und den hatten wir schon. Das ist das Rind. Hier haben wir den Krabäumel. Von der Krabbe abgeleitet. Hier haben wir nochmal Pikäumel Bulle. Dann haben wir, ich glaube jetzt erstmal Pflanzen, ne? Pflanzen und Steine. Wo sind sie denn? Da haben wir die Eumel Fledermaus. Dann haben wir hier den Gräumel, den angriffslustigen Insektenfresser, der mich irgendwie als Insekt gesehen hat. Keine Ahnung. Hier haben wir Rhinäumel und Rhinäumelchen. Gott, Zungenbrecher. Und der Rest sind dann Pflanzen. Ja, Eumel, dann willkommen im System Gypsy. Schade, dass das System schon einen Namen hat, kann ich nicht mehr ändern. Aber ja, wer sich suchen will, sucht das System Gypsy. Und ja, ihr findet den Dobermann, den Oli und den Eumel hier. Ich selber werde jetzt in mein Schiffchen steigen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich warte noch mal ganz kurz, ob ich vielleicht sogar mein Raumschiff leer kriege und dann umlage. Wenn ihr versteht, was ich meine. Raumschiff nicht in Reichweite. Bullshit. Ich bin tatsächlich am Überlegen gewesen, ob ich meine Sachen verkaufe, außer ein bisschen Antriebsmaterialien. Und das nächste Schiff, was größer ist als meins, werde ich kaufen. Ich lasse jetzt mal einen Moment die Kamera laufen. Ihr müsst mich jetzt begleiten. Drückt mal die Daumen, dass so ein 1-7er Schiff landet. Ach scheiß, weg mit der Schildplatte. Die Preise sind so unterirdisch. Ich müsste die eigentlich oben irgendwo verkaufen. Titan. Weg damit. 1,6 Millionen. Ist das Raumschiff jetzt in der Nähe? Alter Schwede, komm her hier. Ich krieg das gerade nicht anvisiert. Vielleicht dann bald so. Ach ne, ich hatte das Schiff. Oh Gott. Reichweite. Wo habe ich es denn geparkt? Ach da. Als wenn das jetzt so weit weg ist. Ich hole das mal ein bisschen dichter. Ich mache das Schiff leer. Ich verkaufe hier jetzt alles, was geht. Oder ich könnte natürlich auch hochfliegen zur Raumstation. Genau das machen wir. Da verkaufen wir den Rest. Nicht irritieren lassen. Ich will unbedingt ein neues Schiff haben. Boah! Stopp! Ja, hier habt ihr nochmal alle Planeten im Überblick. So. Raumstation. Ich guck gerade mal, ob hier noch eine andere Raumstation in der Nähe ist. Sieht das... Okay, kleinen Moment. Pause bitte. Ich die Aufnahme nicht beendet habe. So. Ich gehe erstmal noch ein Stück weiter raus. Da war der Dobermann, wie ihr gesehen habt. Ich war hier nochmal am Rand lang. Sieht aber weitestgehend gut aus, ne? Ich werde jetzt noch mal ganz kurz von den Planeten selber Fotos machen. Jetzt sehe ich nur nicht mehr die hübschen... Moment, ich muss noch mal einen Ticken runter. Geht gleich los.